Hallo und grüßt euch zu Weihnachten. Ich dachte mir, weil nein, habe ich mir gedacht, mal so nebenbei, wie wär's, weil wir jetzt wochenlang jetzt werden konnten, weil Zeitmann einfach nicht. Wie wär's, wenn wir über die Feiertage mal ein paar Folgen, ja, die Folgen oder 100, wenn wir viel vorbereitet haben, einfach mal raushauen und einen richtigen Maßstab. Also wo alle vier Folgen eine Folge kommt. Gerade mein PC ist gerade schon am Rammeln, wie die Auslastung. Dabei bei 80%. Ja. Aber das Interessante ist daran, dass wir ich sagen euch, dass wir Weihnachten bald haben. Und vielleicht für die Familie oder je nachdem, vielleicht auf Urlaubsreise mal einfach mal reinschauen kann, was man macht. Außerdem möchte ich euch offiziell einen Weihnachtsgruß ausschicken, einen Weihnachtsgruß an alle, die hier draußen sind, die immer zuschauen. Ich danke dafür, dass ihr immer schön dabei seid. Ich habe einen neuen Bürostuhl zu erwarten, dieses Jahr zu Weihnachten. Und es wird noch einige weitere technische, sag ich mal, Zusatzteile geben. Für meinen PC, wenn ich mir gewünscht habe, wird noch ein bisschen Geld geben, denn mein Führerschein werde ich auch noch machen. Ja, deswegen schicke ich euch einen schönen Weihnachtsgruß raus. An alle Familien hier draußen, die mich schauen, an alle die vor allen Dingen auch. Ja, meine Videos so relativ feiern. Ich möchte euch erstmal herzlich dafür danken. Nicht nur, weil ich Spaß dran gefunden habe, ja, euch die Videos zu produzieren. Sondern ich möchte auch offiziell das Ding etwas größer aufziehen als bisher. Und ich brauche da einfach euren Support. Ich werde mir vielleicht angewöhnen, das ist ein neues Format geben wird bei mir. Und zwar nennt sich Sonntags halb 10 am Brandstich. Mal sehen, wie ich das dann zeitlich hinkriege. Aber ich bin aber ein bisschen evangelisch mit dabei. Habe so sehr viele Verpflichtungen. Ich habe Vereins Verpflichtungen. Ich habe viele Verpflichtungen momentan aber außerhalb der Schule. Und ich müsste einfach mal sehen, oder vielleicht wird Samstag halb 10 in Deutschland. Also Samstagsbrunch gibt es ja auch. Machen auch die meisten, wenn sie erst um 11 Uhr aus dem Bett kommen, ne? So 10.30 Uhr früh am Morgen Tasse Kaffee. Erstmal zum überhaupt erstmal aus dem Bett kommen, erstmal anlocken. Und dann sitzen wir um 11 Uhr, 12 Uhr dann schon am Frühstückstisch und dazu geht es ja gleich noch Mittag nachher.
So, für euch einfach mal was Gemütliches. Gemütliches Beisammensein. Noch an eure Lieben. Noch viel Spaß. Weihnachtsspaß, Schöne Zeit mit der Familie. Denn das ist heute doch auch immer kostbar, weil jetzt doch die Welt immer noch so schnell dreht. Ich wünsche euch, vor allem euch Kindern, viel Frieden, viel Spaß und ein paar schöne Geschenke. Aber vor allem auch meinen Segen, eine Power, die ich habe, gebe ich euch weiter. Das nächste, dass ihr sozusagen gestärkt ins neue Jahr auch gehen könnt. Danke mal, das kleine Video, auch wenn ich hier jetzt meinen kein Content aufnehme. Denke mal, dies werde ich mal als Weihnachtsgruß-Video mal raushauen. Wir haben heute den 23.12. frisch produziert. Und der Content, den ich jetzt dann raushau, an der Marsch. Die Folgen sind teilweise schon halbes Jahr vorneweg schon produziert worden. Also seht's mir nach, wenn da noch nicht alle Updates dabei sind. Okay, was sei aber noch dazu gesagt? Ich habe mittlerweile das Pumps House Pack. Ich habe das Gepoda Pack. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht mir noch kurzfristig noch ja, der Platinum Extension wünschen sollte. Und ein Season 2 Pass. Aber nichtsdestotrotz danke ich euch für eure Zuhörer. Damit alle, die ein wenig Bedenken haben, einen Content aufnehmen. Ich hab's schon wieder offen. Mich tatsächlich. Beste Map. Beste Map. Die es momentan im LS22 gibt. Denke ich mal. Weil vom Gesamtpaket her. Es ist nicht zu überladen an Details. Es ist weder. Wie sagt man es richtig? Weder übertrieben. Also die Füllstände. Also, wenn ich dann bei meinen letzten Folgen angekommen bin, kann ich ganz ehrlich sagen, ich habe auch das mittlerweile das Stroh-Add-on an hier, also Stroh sammeln während der Mission, da ich 78 gemacht habe, kann ich schon mal ein bisschen spoilern. Aber das wird noch eine Weile dauern, das wird ungefähr auf die 182. Folge kommen, ich bin erst bei der 50. so gefühlstechnisch. 180 Folgen garantiert werden noch garantiert noch vorne wegkommen, weil meine Videodatenbank ist voll. Eine Videodatenbank, wo ich alles vorbereitet habe. Dem sein noch hinzuzufügen, die Station 3 Milliarden Becken sind runtergekommen. Vor allem 9 Kubikmeter Becken. Ohne Press. Also es wird spannend. Weiter will ich noch nicht spoilern. Und ja. Dieses Projekt wird ordentlich weiter ausgebaut. Wenn ich das mal kurz wegziehe. Das ist nämlich eine Idee mit Fies. Tatsächlich. Deswegen werde ich ihn bald mal ansprechen. Ich bin ja auf seinem Discord mit. Nämlich was vor. Also wir öfters schon in Sinn. Das ist eine Partnerschaft. Aber weiter will ich noch nicht verraten. Weil Pizza ist ja noch. Da wird es so überrascht sein. So. Weil ich finde die Map absolut wirklich die beste, die es 22 gibt. So vom Gesamtpaket aus. Es möge kleine Map geben, die auch Bergmann, ganz ehrlich sagen.
Auch wenn das jetzt nicht Layout ist. Der Ruf Bergmann. Ganz aussagen. Fahren wir in die. Und direkt wirklich der Liebe im Detail. Und denke mal, aber ich bin ein bisschen größere Sachen, weil große Maschinen haben hier Power. Und ja. Ich hätte mal denken, ja, weiter vielleicht mal jetzt sogar noch die XXXXXL Mappen nehmen. Wild West ist zwar eine Ami-Karte, aber ist auch ganz ehrlich im Spiel, das Politik raus, weil meine politische Meinung hier vertreten viele. Vielleicht denke ich mal, worauf vertreten die vielleicht oder ist doch mir egal, aber ich sag immer, wenn ich hier was sage, dann ist es nicht mit politisch in Betracht. Weil ich einfach das raushau, dass ich mal als Belustigung oder sowas, aber nie irgendwelche Gedanken immer noch runter habe. Also, fürs mal so, als Information. Ja. Das ist interessant, dass ich überhaupt 27 Abonnenten geschafft habe. Dass ich vor allen Dingen auch euch und viel Spaß hatte, hier und da mal einen Kommentar sogar in meinen Videos drunter waren, was ich mich auch erstaunt hat bei meiner scheiß Videoqualität. Muss ich selber zugeben, also ich bin noch nicht zufrieden. Und deswegen wird es noch einige Verbesserungen vielleicht an meiner Hardware geben, an meiner Software wird es noch Verbesserungen geben, dort wird es noch Verbesserungen, dort und dort und noch drei Sachen. Ja, aber dann lasst euch erstmal überraschen dann noch. Was vor allen Dingen verfolgen kommen. Weiter ist es auch zu sehen, dass ich offiziell vielleicht mal noch ein paar andere Sachen vielleicht noch bei YouTube mit hochlade. Oh, der Ort. Ich bin so ein bisschen Geschichtsfreak. Also ein Lance Bulldog, weiß ich, wieder angekurbelt wird zum Beispiel. Also alles im technischen Bereich ohne Politik. Ja, obwohl ja mit den Schachten das Ganze zäh. Das ist alles, gibt es das dann ja alles in der Schule. Da habe ich mich auch ein bisschen näher beschäftigt. Also ich denke mal, Verzeihung, ich denke mal, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Es ist eine so glorreiche Zeit. YouTube soll weiter ausgebaut werden bei mir. Warum Abos hätte ich mir noch wünschen, also wenn wir vielleicht mal nächstes Jahr mal die 1000 oder 2000 knacken könnten. Wenn wir das machen könnten, wäre ich euch stolz und froh und dankbar. Das jetzt schon mal und vor allem auch schön liken. Also mein letztes Video, was ich vor 3 Tagen hochgeladen habe, oder vor 4 Jahren, weiß ich gleich gar nicht mehr, oder vor 2 Jahren war es. Hat 3 Likes, die Liker, 2 O's, da seid ihr Besten und ich bin Ausland Gamer. Herzlichen was. So, mir bleibt jetzt nicht mehr viel zu sagen. Ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich habe eine Liste liegen. Ja. Hier sind Papier. Steht zwar nicht viel drauf, weil mir jetzt so vieles noch spontan eingefallen ist, aber ich denke mal, das muss gedacht haben. Und ja. Danke euch für euren Support. Und damit machen wir das Video bei der NFMarsch immer. Lasst ein Like, Abo und Kommentar da. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Herzchen, was von Herzen kommt, nochmal extra für euch. Macht's gut. Ciao, ciao. Schöne Weihnachten.